Hallo und herzlich willkommen bei Stunt Art. Wir sprechen heute mit Johann König, einer der schillerndsten Figuren des internationalen Kunstbetriebs. König betreibt in Berlin in einer ehemaligen Kirche ein Kunstzentrum, das zu einem regelrechten Szenetreffpunkt der Stadt geworden ist. Als er vor einigen Wochen verkündete, dass er hier in Wien gegenüber der Sezession im ehemaligen Novomatic-Forum in Martin Hohs kleinem Haus der Kunst eine Dependance eröffnen will, ging ein regelrechtes Raunen durch die Stadt. Was will Johann König in Wien? Und warum haut er sich ausgerechnet mit Kanzlerfreund Martin Hoh auf ein Packerl? Wir erreichen Johann König in St. Agnes in Berlin. Willkommen, Johann König, in Berlin. Sie haben auf einem Franz-West-Sofa Platz genommen. Es freut mich, dass Sie Zeit gefunden haben. Es ist sehr spannend. Sie haben vor einigen Wochen bekannt gegeben, dass Sie eine Dependance in Wien eröffnen werden, und zwar im kleinen Haus der Kunst. 4 Ausstellungen im Jahr planen Sie. Recht viel mehr Details sind bis jetzt nicht bekannt. Erzählen Sie uns, was Sie genau planen. Sehr gern. Vielen Dank für die Einladung. Und wenn wir Franz West erwähnen, sollten wir auch Jorinde Vogt hier hinter mir nicht außen vor lassen. Ja, es war schon lange ein Plan von mir, in Wien Präsenz zu zeigen. Ich habe damals vor 20 Jahren, als ich meine Galerie gegründet habe, Wien und Berlin abgewogen und habe überlegt, was ist der richtige Standort, auch aufgrund meiner familiären Wurzeln. Meine Mutter ist gebürtige Wienerin und die Hälfte der Familie kommt eben aus Österreich. Mein Großvater war bei der Föst und Wien war immer und Österreich im Allgemeinen extrem prägend. Mein Vater, ich erinnere mich, als Kind war, hat diese Ausstellung gemacht in Wien, der zerbrochene Spiegel. Also Wien war immer ein Ziel und ein Anliegen. Dann kam die Möglichkeit, in dem ehemaligen Novomatic-Forum gegenüber der Sezession Ausstellung zu machen. Und wir werden jetzt im Oktober eröffnen mit einer Gruppenausstellung von Bildhauerinnen, also von Künstlerinnen der letzten 20, 25 Jahre, quasi ein Vierteljahrhundert Skulptur von Frauen. Und das wird dann mal der Auftakt sein. In erster Linie geht es um das verfügbar machen und niedrigschwellige Angebot von Kunst. Also der Raum selber wird jetzt nicht, das ist ja eben ein bisschen so ein Missverständnis, dass eine Galerie ist natürlich ein Ort, wo man Kunst kaufen kann, aber die Ausstellung, die wir hier machen, also in St. Agnes und dann eben auch in Wien, sind eher durch das Machen von Ausstellungen motiviert. Also da geht es nicht um den Verkauf. Es wird auch die Möglichkeit, also man kann quasi dort auch gar nicht kaufen. Es gibt dann im Nebenraum die Möglichkeit, Arbeiten und auch unterschiedliche Editionen und Souvenirs und so zu kaufen. Aber das heißt, entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche, das wird keine herkömmliche Galerie, wie wir das ansonsten kennen werden. Ja, ich glaube, hat ein bisschen was mit dem Galeriebegriff zu tun. Ich glaube, das ist die meisten Leute, wenn die an Galerie denken, denken, glaube ich, eher an so eine Art Kunsthandlung. Und in Wien gibt es das ja sogar, in Berlin eigentlich eher nicht, sondern wir sind ein Ausstellungshaus und verstehen uns als Produzent von Ausstellungen, und der Verkauf findet tatsächlich einfach sehr häufig eher auf Messen oder jetzt wie bei uns online statt. Worum es uns bei unserem Engagement in Wien geht, ist das, was wir hier ja auch in Berlin und auch international machen, eben als Angebot ergänzend zu dem großartigen Angebot, was es in Wien gibt, zur Verfügung zu stellen und anzubieten. Es ist ganz spannend, Ihr Partner beziehungsweise der Besitzer oder der Betreiber des Novomatic-Forums, des kleinen Haus der Kunst, das ist Martin Hoh, ein sehr bekannter Unternehmer hier in Österreich, hier in Wien. In der Kunstszene hat er nicht immer den besten Ruf, beziehungsweise wird auch von der etablierten Kunstszene nicht immer, ich sage das jetzt mal unter Anführungszeichen, für voll genommen. Warum passt diese Kombination, diese Zusammenarbeit mit Martin Hoh für Sie? Also einmal ist es so, dass ich immer versuche, die Erfahrungen und Geschäftsbeziehungen und so weiter selber
zu erleben. Die Motivation ist tatsächlich der lang gehegte Wunsch, etwas in Wien zu machen und dann das damit verknüpfte Angebot, da diese Räume zu bespielen. Und da haben wir ja totale Autonomie und machen das Programm, was wir machen wollen. Und die Vermittlung ist entstanden durch den Erwin Wurm. Das ist ein einigen wahrscheinlich bekannter österreichischer Künstler, der auch Österreich auf der Biennale in Venedig vertreten hat und mit dem ich schon sehr lange sehr eng zusammenarbeite. Und der hat mir den Martin Hof vorgestellt und hat diese Verbindung hergestellt. Er wird auch eine Ausstellung machen im kommenden Jahr, die wir aber auch in Zusammenarbeit mit der Galerie Ropatsch umsetzen. Also das hat einfach alles sehr gut zusammengepasst, so wie das in ähnlicher Konstellation in London oder auch in Bodrum in der Türkei oder auch in Monaco oder auch in Seoul funktioniert. Also das ist ein System der Kooperationen. Ich glaube ganz stark an Kooperationen und quasi Synergieeffekte, wobei natürlich immer klar sein muss, wer übernimmt da welchen Part. Und unserer Part ist die Programmatik und das Verantworten der Ausstellung. Und das liegt eben vollständig bei uns. Martin Hohe ist, würde ich mal sagen, eher als Geschäftsmann bekannt, weniger als Kunstsammler, auch wenn man weiß, dass er eine Sammlung besitzt, auch eine Galerie hier in Wien hat. Ist das für Sie wichtig, dieses schillernde, dieser etwas niederschwelligere Zugang zu Kunst, den Martin Hohe pflegt? Entspricht das auch Ihrem Bild von Kunstvermittlung, von Kunstarbeit? Damit habe ich mich überhaupt nicht befasst. Also die Form und Art und Weise, wie wir Kunst vermitteln als König Galerie oder jetzt auch mit unserer neuen Marke Misa, ist intrinsisch durch uns und meine Erfahrung auch als, sage ich mal, privilegierter Eingeborener des Kunstbetriebes. Also ich bin ja eben hier Franz West, ist ein wahnsinnig enger Freund meines Vaters gewesen. Gerd Richter war der Trauzeuge meiner Eltern. Also ich komme sozusagen aus dem aus der absoluten Kunstelite und mich motiviert da eher, wie kann ich Menschen in die Kunst bringen und vermitteln, dass man Ausstellungen kostenlos besuchen kann, dass es eine Galerie nicht ein Ort ist, wo man glauben muss, man müsse irgendwas kaufen. Das ist ja immer noch das, was die meisten denken, dass sie denken, okay, ich kann mir das zwar anschauen, aber ja nicht ohne Grund. Da wird ja erwartet dann, dass ich was kaufe. Und das wollen wir eben stark drehen und da arbeiten wir schon sehr lange dran. Wie andere Kolleginnen und Kollegen das machen, spielt für uns eigentlich eher eine untergeordnete Rolle. Die Geschäftsbeziehung eigentlich ist eher so ähnlich wie hier auch in St. Agnes. Da habe ich ja das Grundstück von der katholischen Kirche übernommen oder beziehungsweise gepachtet. Wie die jetzt ihre Museen betreiben, also das ist für mich nicht relevant, wie der Martin Hohe seine Galerie macht. Das ist seine Sache und wie ich mache, ist meine Sache. Lassen Sie uns etwas stärker über das Galeriensystem sprechen. Sie haben davor auch schon gesagt, Sie sind da skeptisch, wie Galerien traditionell laufen, beziehungsweise Sie möchten sich mit Ihren Unternehmungen auch davon abheben. An Ihrem Standort in Berlin zum Beispiel haben Sie das Wort Galerie gestrichen, also König Galerie. Ich glaube, Sie heißen jetzt König. Was ist denn das Problem mit dem herkömmlichen Galeriensystem? Wo sehen Sie denn da die Punkte, die nicht mehr zeitgemäß sind? Nee, wir heißen schon noch König Galerie, aber wir haben immer wieder in gewissen Elementen, lassen wir das Galerie weg und ist sozusagen König als Marke dann in Kombination mit irgendwelchen anderen Marken. Ich glaube, dass einfach der Kunstmarkt, und das sehen wir ja jetzt durch Corona, sich massiv verändert hat. Und das Problem ist, oder schon länger ist quasi die Galerie, der Kanal für Künstlerinnen und Künstler zu einem Markt. Und das ist eine Rolle, die mir eigentlich selber nie so genehm war, ja, weil es gibt viel, viel, viel mehr Künstlerinnen und Künstler, als es Galerien gibt, die ausstellen können. Und
Wir haben ja quasi zwei Projekte. Das eine Projekt ist die Königgalerie. Die heißt ja wie ich und wie mein Nachname und der meiner Frau. Und das ist ein relativ subjektives Programm, wo wir Künstlerinnen und Künstler versammeln, die wir für den jeweils in dem Bereich, in dem sie arbeiten, die bedeutendsten halten. Ja? Also Annette Kelm, die zum Beispiel mit Maya Keiner in Wien arbeitet, halten wir für die wichtigste Fotografin. Die hatte eine große Ausstellung in der Kunsthalle Wien auch. Also um mal ein Beispiel zu nennen, da haben wir quasi ein Programm zusammengestellt und tun wir stetig weiter, was wir persönlich für wichtig halten. Und dann haben wir noch die MISA gestartet. Das ist ein Kunstmarktplatz für den Primär- und den Sekundärmarkt. Das heißt, da können Künstlerinnen und Künstler direkt verkaufen, entweder selber oder über ihre Galerien, die vertreten. Und auch Sammlerinnen und Sammler und institutionelle Unternehmenssammlungen auch Kunst wieder verkaufen. Dass wir ein Angebot schaffen, wo man neben den Auktionen, wo man Kunst auch ohne das Risiko, dass es durchfällt und verbrannt ist, wieder verkaufen kann. Ist die Galerienszene oder die Kunstszene allgemein dermaßen konservativ, dass man eben so neue Distributionswege, Vertriebswege nicht gehen will? Schmort man gewissermaßen im eigenen Saft? Wie erklären Sie das? Absolut, ja. Ich glaube, dass der Kunstbetrieb der mit der konservativste Betrieb ist, den man sich vorstellen kann. Der ist zwar quasi inhaltlich in der Sache progressiv, aber was die eingefahrenen Strukturen, die Regeln, wie Dinge zu sein haben, angeht, gibt es da sehr wenig Innovation. Sie dagegen probieren fast jeden Tag, ich übertreibe natürlich jetzt schamlos, einen neuen Weg aus, um Ihre Künstler, um Kunst auch zum Publikum zu bringen. Also gerade in der Pandemie, Sie haben Podcasts, viel mit Podcasts gearbeitet, auf Ihrem Instagram-Account fast jeden Tag um 10 Uhr Künstlergespräche rausgebracht. Sie haben ein Magazin, Sie haben einen Souvenirshop. Sehen Sie sich auch so ein bisschen als, ich sage jetzt mal ganz, ganz, ganz frech, Kunst-Entertainer? Nee, ich glaube, man muss Geschichten erzählen, also der Grund zum Beispiel für die Podcasts ist auch gewesen, dass, also ich will die Kunst auch zu einer gewissen Art und Weise vom Sockel holen, aber natürlich trotzdem, was die Sache selber angeht, bin ich doch relativ konservativ. Ja? Also ich finde zum Beispiel nicht gut, wenn Museen Ausstellungen machen mit Kunst und allen möglichen anderen kulturhistorischen Dingen, weil ich finde, das entspricht nicht der Aufgabe vom Museum, ja, also von einem Museum für Gegenwartskunst. Aber der Grund für die Podcasts war zum Beispiel, da kann man dann der Katharina Grosse zuhören, wie sie zur Malerei gekommen ist. Und sie beschreibt das auf eine Art und Weise, wie wir alle von unseren eigenen Lebensentscheidungen, wie sie zum Journalisten geworden sind, wie ich zum Galeristen geworden bin und so weiter, kennen. Und ich glaube, dass die Kunst ist ultrademokratisch. Es ist einfacher und sie ist auch nicht sozusagen nur Spielball der Reichen, weil die großartigste Kunst ist in den öffentlichen Museen und für alle sozusagen zur Verfügung. Und dass irgendwie der Kunstbetrieb es geschafft hat, diesen Nimbus aufzuglauben, die nicht im Betrieb sind, sie müssten irgendetwas wissen, um Kunst genießen oder auch irgendwie sich davon lassen. Daran will ich arbeiten, dass ich gucke dieses Bild an und es macht was mit mir oder es macht nichts mit mir. Ich muss nicht, klar sehe ich mehr, wenn ich mehr weiß über Kunstgeschichte, aber das ist dasselbe im Theater oder in der Oper. Wer das Programmheft liest, kann die Oper besser einordnen, aber man kann sie auch oder sich auch an ihr stören oder sich von ihr langweilen lassen. Und das ist was, was ich glaube, was wir an dem wir arbeiten. Und da gehören natürlich Gespräche wie dieses dazu. Die Treppchen oder die Podeste, die die Kunst über Jahrhunderte mühsam aufgebaut hat, versuchen Sie jetzt einzureißen, wenn ich Sie richtig verstehe. Die letzten 1,5 Jahre waren für uns alle ja sehr besondere, auch für die Kunstwelt. Wie hat sich denn die Kunstwelt
durch die Pandemie auch verändert? Was ist wichtiger geworden? Was ist weniger wichtiger? Welche Veränderungen werden wir jetzt auch in Zukunft erleben? Also ich glaube, dass ein großartiger Innovationsschub durch die Corona-Krise war die Preistransparenz. Ja? Also wir sind schon seit Jahren, schreiben wir, wenn wir mit der Königgalerie auf der Art Basel zu Gast sind, schreiben wir die Preise mit aus, weil wir da gar keinen Hehl draus machen müssen. Und da waren wir, ich glaube, da sind wir immer noch die Einzigen. Und durch die weggefallenen Messen und alles ist ins Online gegangen, hat sich das verändert und wurde jetzt dann doch sehr viel transparenter auch von den Kolleginnen und Kollegen dargestellt. Das ist, glaube ich, eine große Veränderung. Ich denke, wir werden massive Veränderungen sehen, was die Messen angeht. Ich glaube, dass die Messen immer regionaler werden. Einmal durch diese Lernkurve, dass eben auch viel ohne physische Präsenz möglich ist. Und aber ganz wichtig ist natürlich auch der Klimawandel und das Bewusstsein, welche Verantwortung wir da haben und dass es vielleicht nicht die beste Idee ist, dass die ganze Welt für 5 Tage alles nach Hongkong fliegt und dann wieder alles zurück. Danke, Johann König, für das Gespräch. Es wird spannend werden, wenn auch Sie am Marktplatz Österreich, am Marktplatz Wien mitmischen.